Dann gut, da muss ich fragen. Also was ich nicht verstanden habe, Frau Nies, nochmal bei der Debatte. Sie haben gesagt, es gibt da möglicherweise ein Problem. Wir müssen da Auffanglösungen machen, die sollen marktlich sein. Über die Neubaufrage soll der Markt entscheiden. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ist das denn der Markt, den wir heute haben, oder ist es ein zukünftiger? Das hat sich sozusagen in der Logik mir noch nicht so ganz erschlossen. Soll verhindert werden in erster Linie. Ich glaube, wir hatten gerade vielleicht auch mit Herrn Schlemmermeier fast schon diese Diskussion. Ja. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht Mechanismen einführt, die letztlich den Neubau von Kraftwerken zur Folge haben. Etwa die UK Energy Market Reform. Da haben Sie 20 Jahre garantierte Preise für Atomkraftwerke, die möglicherweise aber 5 Jahre später aufgrund eines politisch mangelnden Konsenses oder anderes abgeschaltet werden. Das ist der Punkt. Also man sollte einen Markt, deswegen die Abschaffung vorhandener Distortions, Stichwort Erneuerbare schrittweise in den Markt, die Balancing-Verpflichtung oder was Herr Schlemmermeier gerade sagte, Angebot der Erneuerbaren mit der Nachfrage zu synchronisieren, alles dieses sind Elemente, die dazu führen, dass der Markt die Signale für neue Kraftwerke normalerweise vernünftig geben kann. 20 Jahre konventionelle Kraftwerke in etwa, wie Sie sagen, diese sollte möglich sein oder auch den Retrofit existierender Kraftwerke mit einer höheren Effizienz, 46 oder 48% Kohlekraftwerke oder so. Der wichtige Punkt ist der, dass man sagt, die strategische Reserve oder welcher Mechanismus auch immer soll zunächst einmal ein minimaler Mechanismus sein, wenn er denn existiert, der nicht den existierenden Energy-Only-Market verzerrt. Das heißt, Kraftwerke, die sonst abgeschaltet würden, würden minimale Zeit Betriebskostenersatz zur Verfügung stehen. Herr Schlemmermeier sieht das anders. Genau. Es ist, wahrscheinlich ist das der, ich sag mal, unter den fortgeschrittenen Diskutanten der zentrale Teil der Debatte, nämlich sollen diese Kapazitäten auf dem Großhandelsmarkt teilnehmen oder nicht. Ich versuche es mal ein bisschen polemisch. 2003 hat der E.ON-Vorstand zusammengesessen und hat gesagt, okay, wir haben so niedrige Preise, wie kriegen wir denn die Preise im Markt hoch? Und dann ist naheliegend, dass man Kapazitäten aus dem Markt rausnehmen kann, und dann hat es Vorstandsvorlagen gegeben und auch Reports, was man alles erreicht hat, um die Preise wieder hochzukriegen. Diese Informationen sind dann irgendwann im Rahmen von Haussuchungen von der Europäischen Kommission entdeckt worden. Dann hat die Europäische Kommission zu REE gesagt, also zu E.ON gesagt, Zurückhalten von Kapazitäten. Das ist alles überhaupt gar nicht in Ordnung, das ist wettbewerbswidrig und wir werden euch 6,5 Milliarden € Strafe aufdrücken. Das ist natürlich existenzvernichtend, weil nicht die 6,5 Milliarden € Strafe, sondern dann auch noch das, was der Verbraucher zurückfordern könnte, zum Problem wird. Und die Folge dessen war dann, dass E.ON lauter Zusagen gemacht hat, 5.000 MW Kraftwerkskapazität abgegeben hat und. So. Unsere Bemühungen ordnungspolitisch waren immer darauf gerichtet, Wettbewerb am Großhandelsmarkt zu erreichen. Jetzt haben wir die Nebenwirkung, dass dieser Wettbewerb die Margen so runtergefahren hat, dass man damit kein Geld mehr verdienen kann. Und jetzt kommen die Leute, die sagen, wir brauchen die strategische Reserve, und die kommen mit dem Argument, na ja, wir brauchen ja Reserveleistung, wir brauchen auch in der oberen Spitzenlast und diese Kapazitäten, damit wir die zur Verfügung haben für Versorgungssicherheit, das ist so eine Art Versicherungsprämie, die müssen wir aus dem Markt, die müssen wir bezahlen, sonst haben wir keine Versorgungssicherheit, das ist das Erste. Und das Zweite, ja, und damit die im Markt nichts verzerren, sollen die bitte an diesem Markt auch nicht teilnehmen. Das heißt, das ist die Legalisierung der Verknappung, wie sie E.ON eigentlich angestrebt hat. Nämlich plötzlich haben wir diese Kapazitäten nicht mehr im Markt, sondern die sollen nur dann eingesetzt werden, wenn im Markt der Bedarf an der Börse nicht gedeckt werden kann. Das heißt also, eine Auktion für eine bestimmte Stunde nicht geklärt werden kann. Was ist die Folge dessen? Wenn Sie gesehen haben, die 15.000 MW, die wir oben in der Residuallast als Nachfrage haben mit 1.000 Volllastbenutzungsstunden, gibt so ein bisschen eine Fantasie davon, wie viel MWs wir tatsächlich in so eine strategische Reserve überführen müssten. Also wir können das gerne diskutieren, ob es 10.000 MW sind oder am Ende die vollen 15.000 MW. Vielleicht sind es auch mehr, weil die Zahl berücksichtigt ja nicht die Reservekapazität. Also die Kraftwerke, die gar nicht eingesetzt werden. Und wenn wir mal sagen, wir haben diese 15.000 MW, die da rausgehen, dann haben wir in 1.000 Volllastbenutzungsstunden Knappheit. So,
So, und dann haben wir in 1000 Verlassbenutzungsstunden Knappheitspreise. Und wenn Sie dann sagen, ja, ja, also naja, 1000 Euro die Stunde ist ja nicht so schlimm, das vermischt sich dann über die Zeit, wenn wir bei 60.000 MW 1000 Euro als Preis haben, dann reden wir über 60 Millionen Euro. Und wenn wir dann dieses über 100 Stunden haben, dann reden wir über 6 Milliarden Euro. Jetzt haben wir aber nicht ein 100-Stunden-Problem, sondern ein 1000-Stunden-Problem. Und wenn wir dann hingehen würden, so wie dann so reagiert werden wird, ja, ja, 1000 Euro sollen es dann nicht sein, wir cutten das auf 250 runter, dann werden wir am Ende bei einem Betrag landen, der über 10 Milliarden Euro liegt. So, das heißt also, wir packen in diesen Markt 10 Milliarden Euro rein, in den Energy-Only-Markt, damit da investiert werden kann. Und was passiert mit den 10 Milliarden Euro? 10 Milliarden Euro gehen 50%, nämlich geht die Hälfte an jetzt in 2013 12.000 MW Kernkraft und 18.000 MW Braunkohle. Die würden ja, weil alle in den Stunden der Knappheit laufen, auch diesen hohen Preis realisieren. Und die anderen 50% sind dann die weiteren bestehenden Kraftwerke, und irgendwann könnte dann theoretisch ein Investitionsanreiz daraus entstehen, wenn die Investoren glauben würden, dass das ein nachhaltiges Konzept ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, es ist weder ein nachhaltiges Konzept, noch ist es effizient für den Verbraucher, noch ist es effizient für den Markt. Okay, wir werden ganz sicher die Zahlen mit den vielen Nullen jetzt noch besprechen hinterher. Ich habe noch eine zweite Klärungsfrage, sozusagen nochmal im Spannungsfeld Susanne Nies und Hauke Herrmann. Sozusagen die Debatte der Einschränkung grenzüberschreitender Kapazitäten ist natürlich für den Binnenmarkt ja harter Tobak, nicht? Es ist jetzt nicht neu, auch die Bundesnetzagentur hat irgendwann mal geschrieben, sie hat dann diesen Vorschlag nicht verfolgt, aber eine der Optionen ist natürlich auch für Zeiten von Versorgungssicherheitsproblemen die grenzüberschreitenden Lieferungen, das heißt die Einhaltung von eingegangenen Verträgen, niedriger zu bewerten als Versorgungssicherheit. Das hat die liberale deutsche Bundesnetzagentur gemacht. Ich stelle mir den Fall mal in Frankreich andersrum vor, da bin ich dann nicht mehr so skeptisch. Aber Hauke, ist denn das wirklich im europäischen Binnenmarkt ein sinnvolles oder auch verfolgenswertes Projekt? Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es da nicht um eingegangene Verträge gibt, sondern diese Kapazitäten werden ja immer, also ein Teil der Kapazitäten wird noch langfristig verauktioniert in der Jahresauktion, aber ungefähr 2/3 der Kapazitäten, zum Beispiel nach Frankreich, werden ja immer am Tag vorher oder werden dann am Day-Ahead-Markt eingesetzt. Also man muss sozusagen nicht in bestehende Verträge eingreifen, sondern man kann das ja auch ankündigen, das ist immer sozusagen, wenn Knappheiten entstehen, dass dann die Nord-Süd, also wenn absehbar ist, dass es Nord-Süd Knappheiten gibt in Deutschland, dass man dann darüber redet. Weil sozusagen, weil meine These ist ja, dass die Loop-Flows, die wir hatten über Polen und Tschechien, dass die ja nicht an den fehlenden Nord-Süd-Verbindungen lagen, sondern deswegen, weil irgendjemand wegen 10 Euro Preisunterschied pro Megawattstunde Strom von Norwegen nach Italien transportieren wollte. Und da muss man gucken, wie man diesen Engpass bewirtschaftet. Man muss es natürlich irgendwie planen, man sollte es vielleicht nicht am Tag vorher machen, sondern so ein bisschen planbarer. Ja. Können Sie das kommentieren? Mit Mikro. Also ich meine, die ganze Frage, also ich würde das Wort Face Shifter nicht erwähnen, wir wissen nur, auf europäischer Ebene seit letztem Jahr gibt es diese Stromsicherheitsgruppe der Mitgliedstaaten, die sich diesen Themen gemeinsam widmet. Ich denke auch, dass die Spekulation durch einen imperfekten europäischen Markt natürlich sehr interessant ist heutzutage. Wir haben es im Februar auch gesehen, da gab es ja hier in Deutschland eine entsprechende Untersuchung, oder gibt es immer noch. Ist es ganz klar, dass man diese Central West Nordel, dass man die Integration der Regionen als eine Antwort auf diese existierenden Probleme ganz, ganz klar im Auge haben muss. Und dass es auf keinen Fall akzeptabel sein kann und es weit mehr ist als nur ein technisches Instrument, dass diese Phasenschieber und dann quasi Blocker, und dass man irgendwann sagt, ich möchte aber nur Nuklearstrom made in Czech Republic und eben keinen deutschen erneuerbaren Strom im Land haben, völlig absurd ist, wenn es darum geht, einen europäischen Energiebinnenmarkt zu etablieren. Aber darf ich ja mal nochmal nachfassen, sozusagen
Ich habe zwei interessante Beobachtungen. Wir haben in der Debatte immer relativ schnell die Phase, wo man sagt, wir brauchen europäische Lösung. Das kann man alles im nationalen Rahmen nicht lösen. Wir brauchen europäische Lösung. Die Frage ist, europäische Lösungen können natürlich nur dann entstehen, wenn sie institutionell reflektiert sind. In anderen Worten, welche Institution ist denn für die Versorgungssicherung, für die Versorgungssicherheit im nordwesteuropäischen Markt zuständig? Oder sozusagen die andere Frage, wer wird dann am Nasenring durch die politische Arena geführt? Und ist nicht sozusagen die Debatte, wir brauchen europäische Lösungen in einer Phase, wo wir die entsprechenden dafür verantwortlichen europäischen Institutionen nicht haben, nämlich den europäischen Regulierer, der verantwortlich ist, nicht für Versorgungssicherheit in Deutschland, sondern in Netzgebiet, Benelux, Österreich, Deutschland, Frankreich. Sozusagen, ist das ein realistischer Ansatz oder heißt das nicht, dass wir in diese einen langen Weg vor uns haben, bis wir zu solchen institutionellen Settings kommen und dass wir bis dahin einfach akzeptieren müssen, dass Versorgungssicherheit ein nationales Thema bleibt, ob wir uns das jetzt vor dem Hintergrund der rechnerischen Effizienz passt oder nicht. Mich wundert, ehrlich gesagt, ein so konservativer Beitrag von jemand wie Sie, der viel zitiert hat. Das war eine Frage. Nein, weil Sie sagen, ich zitiere jetzt, wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Ja, also wenn Sie mit demselben Haltung die Energiewende vor 20 Jahren oder so betrieben hätten, dann wäre sie auch nicht da. Ja? Ich denke tatsächlich, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in zu großer Europagläubigkeit sagen, Brüssel wird es schon machen, allein die Akzeptanz gerade heute ist nicht vorhanden. Aber was sind die Zwischenstufen? Auf jeden Fall die regionale Dimension und gerade ein Land wie Deutschland mit dieser Energiewende und als Industrieland sollte da, und ich sehe es zum Glück auch, dass die Europäisierung jetzt eigentlich hier einsetzt, ja, sich zum Beispiel der Frage stellen, nehmen wir das Beispiel Offshore-Wind. Die Bundesregierung hat gerade eine Gesetzesvorlage gemacht für diese Frage der Entschädigung und so weiter. Ja, es gibt zwei Lösungen für Offshore-Wind laut NZOI und laut jedem, europäisch oder national. Es ist völlig eindeutig, dass die nationale Lösung die zweitbeste ist. Es gibt diese 10 Staaten, unter anderem auch Luxemburg, das gar nicht an der Nordsee überhaupt ist, aber egal, diese 10 Staaten, diese Offshore-Wind-10-Staaten-Initiative, die eigentlich unterstützt werden müsste. Und wenn es darum geht, genau, was eigentlich auch im Thema immer wieder vorkam, diese Nicht-Infrastruktur und auch Nicht-Erzeugungsalternativen vernünftig einzupreisen, dann kann es doch nur über so eine regionale und dann europäische Lösung gehen. Und da würde ich wirklich gerade, Herr Mattes, von Ihnen, die Sie visionär sind und die Sie sicher einen großen Verdienst haben mit dem Öko-Institut an der Wende, wie sie hier stattgefunden ist, diese europäische Dimension am meisten erwarten. Ja, wir sind auch für das globale Klimaabkommen. Wir wissen nur, wie lang der Weg ist und welche Zwischenschritte man, glaube ich, brauchen muss. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man in dieser Debatte, und deswegen habe ich auch Europa immer gesagt, jetzt verlasse ich kurz mal meine Rolle als Moderator, dass man schon klar, dass das Ganze eine europäische Dimension hat und zwar eine ganz klare, dass man aber sozusagen die Vision nicht mit der Existenz bestehender Institutionen verwechseln darf und dass man deswegen in einer Situation, wo es ein Problem ja gibt, sozusagen Lösungen finden muss, die einerseits die Lösung zu der europäischen auch Institutionalisierung nicht verbauen, aber trotzdem die Realität der Probleme wahrnehmen. Nee, das ist, glaube ich, der Punkt. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich meine, klar, die deutsche Energiewende ist in gewisser Weise, Altmaier sagte bei der Handelsblatt-Konferenz, ne, er sagte, wenn die deutsche Energiewende klappt in einem Industrieland wie Deutschland, ist das der großartigste Beitrag zum weltweiten Klima und so. Und ich glaube, das kann man sicherlich nur unterschreiben. Nationale Alleingänge können diesen Leuchtturmcharakter haben und es ist fantastisch. Es gibt aber auf europäischer Ebene institutionelle Ansätze, Acer, NZOI, es gibt regionale Kooperationen, es gibt die RGEC-Region und ein Land wie Deutschland kann auch hier, indem es eben seine Unterstützung, auch BDEW, auch Öko-Institut dafür hergibt, kann es dazu beitragen, dass diese funktionieren im Sinne der Kosteneffizienz, um eben zu verhindern, dass, nehmen wir mal das schlimmste Szenario, plötzlich Blackouts und die Leute sagen, alles Blödsinn mit den Erneuerbaren, gehen wir doch zurück in die gute alte Zeit der Kohlekraftwerke. Das wäre doch alles das, was niemand hier wünscht. Und in diesem Sinne, denke ich, sollte man in einer so langfristigen Transition, 20, 30 Jahre, auch jetzt über diese institutionellen und Governance-Aspekte mit nachdenken. Sehen Sie denn da genug Dynamik drin? Ich sehe eine in Deutschland, in der Diskussion, wie ich sie verfolge, eine gewisse Europäisierung. Also im letzten Jahr fand ich die Diskussion viel, viel nationaler noch.
Es kommt auf die Länder an. Wir sehen in Frankreich, es ist natürlich, heutzutage ist Europa sehr, der Europäische Rat, der kontrolliert fast alles. Es ist ein wirkliches Setback in vielerlei Hinsicht. Aber wir sehen trotzdem das Interesse an regionaler Kooperation. Die französische neue Regierung interessiert sich, was in Deutschland passiert, macht gerade eine Konferenz Transition Energétique mit dem Thema Energiewende letztlich. Das sollte man beobachten. Und ich glaube, Deutschland nochmal hat da bestimmt ein Potenzial, Governance embryonal zu etwas funktionieren, im Bereich Offshore-Wind zum Beispiel, regionale Kooperation aufzubauen. Okay. Soweit bis hier. Wir haben, glaube ich, interessante Aspekte gehabt. Hier ist noch eine Frage eingefallen. Ja. Frau Nies, ich fand die Folie, die Sie hatten mit den ganzen Ländern, wo man gesehen hat, dass in ganz vielen Ländern, also dass in Spanien es eigentlich die gleichen Probleme gibt wie in Deutschland. Von UK hatte ich das auch gehört. Und dass ganz viele Länder darüber nachdenken, über ähnliche Mechanismen. Können Sie da noch ein bisschen was, ist das so oder gibt es überall die gleichen Probleme? Können Sie da noch was zu sagen vielleicht? Kann man natürlich etwas zu sagen. Natürlich ist jedes Land, wir haben ja in dem Artikel 194 anderes Energiemix in allen verschiedenen Ländern. Aber wir haben das Problem, was Herr Schlemmermeier, was ich dargestellt, was jeder dargestellt hat, dieses verlorenen Business Cases in allen europäischen Ländern. Möglicherweise nicht in Polen vielleicht oder so, wo noch nicht so viele Erneuerbare eingebaut worden sind. Aber auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses auftreten wird. Insofern sind die Debatten überall. Gibt es einen Rette sich, wer kann auch, wo man dann denkt, in letzter Minute muss man versuchen, durch Mechanismen einen Markt wiederherzustellen, die aber dann möglicherweise zu schnell und post-sowjetisch wirken können. Und insofern sollte man sehr genau überlegen, welche Mechanismen dann zum Einsatz kommen. Und nochmal, wir wollen wirklich, dass es nicht an den mühsamen Aufbau des europäischen Binnenmarkts von vornherein ausschließt, was wir besonders im Fall der Energiemarktreform im UK bedauern. Okay, ich glaube, wir haben genügend Stoff, um auch gemeinsam zu diskutieren. Ich habe auch noch ganz viele Fragen und auch noch ein paar steile Thesen, die verkneife ich mir jetzt aber. Also, wenn Sie Fragen, Statements, Klärungsbedarf haben, dann gehen Sie einfach am besten, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen und ich überlasse mal das mal der Selbstorganisation, solange sich da um das Mikrofon nicht geprügelt wird und das nicht in einer Ecke bleibt, das ist eine Marktmacht, werde ich eingreifen. Ansonsten würde ich Sie einfach bitten, sich das Mikrofon zu bemächtigen. Ich habe jetzt mal zum Ausgleich da und da und dann wird das schon irgendwie gehen. Mein Name ist Franz Lamprecht, Redaktion ET. Wir haben jetzt viele konstruktive Elemente für ein System gehört. Da hätte ich die Frage, was ist kurzfristig, was ist langfristig? Ich finde, langfristig haben wir es doch gar nicht so eilig. Wir haben im westeuropäischen Markt genug Kapazität bis Mitte der 20er Jahre. Das heißt, wir hätten noch Zeit zu diskutieren. Nämlich darüber, ist der Kapazitätsmarkt jetzt wirklich diese Entscheidung und wir gestalten ihn jetzt aus, so oder so, wettbewerblicher weniger. Haben wir genügend darüber nachgedacht, was es sonst noch gibt? Man kann ja zum Beispiel sogenannte gesicherte Leistung, kann ich ja auch dem Lieferanten aufdrücken, er muss dafür sorgen. Ich kann den Bilanzkreismanager sagen, du musst dafür sorgen. Ich kann dem Übertragungsnetzbetreiber sagen, dann musst du Speicher bauen, dann musst du dir das besorgen. Ich finde, die Diskussion darüber könnte man diskutieren, sind wir nicht zu schnell zu einem bestimmten Modell gekommen. Das Zweite ist, wenn es um die Rettung der jetzigen Gaskraftwerke geht, die wir eigentlich alle haben wollten, weil sie so angeblich so gut passen zur Energiewende, da ist natürlich akuter Bedarf. Wie lange kann man denn ein Kraftwerk bezahlen, wenn es nie läuft? Das heißt, wir müssen uns überlegen, wann reden wir über Investitionen in der Zukunft und wann reden wir über die Rettung des jetzigen Systems, das ja verrückt ist, weil wir im Grunde mit geförderten Anlagen mit null Brennstoffkosten, die schicken wir in den Wettbewerb mit anderen Anlagen. Das heißt, wie lange kann diese Merit Order noch bestehen? Wie lange können wir uns leisten, darüber nur zu reden, dass wir das ändern? Okay, es hat glaube ich zwei Punkte gegeben. Das erste ist sozusagen, Sie haben gesagt, wir können was ausprobieren. Da ist mir dann aufgestoßen, wir können irgendjemand sagen, du musst etwas machen. Frau Nies, war das postsowjetische Modell? Es kann sicherlich nicht darum gehen, aus humanitären Gründen zu sagen, wir führen so eine Art Hartz IV für Gaskraftwerke ein. Also das ist sicherlich nicht das Ziel. Ich denke, das Ziel ist in jedem Fall zu sagen, und das ist ja die Vermutung, wenn man, also Sie haben von 15 Gigawatt gesprochen, BDW spricht von, oder Consentec von 5 bis 10, was auch immer fehlt. Ja, wenn es da so eine Lücke gibt im Ausgleich und man tatsächlich die Gefahr läuft, dass die
Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, im Interesse der Bevölkerung, ob da nicht Mechanismen nötig sind. Also das ist eine andere Frage. Es geht sicherlich nicht darum, man kann auch die Atomkraftwerke ins Museum stellen und sagen, sie sollen immer, das ist nicht das Ziel. Kraftwerke sind dazu da, Strom zu erzeugen, der gebraucht wird, und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann sind sie auch nicht mehr nötig, so brutal das in gewisser Weise dann ist. Aber in diesem Falle vermutet man, dass man sie noch braucht und muss sich über Mechanismen den Kopf zerbrechen, um sie im System zu halten, solange keine Infrastruktur da ist, kein Demand-Side-Management da ist, keine Speichermöglichkeit da ist und auch nicht genügend europäisch ausgeglichen werden kann. Und dann nochmal, Europa ist auch ein kostendrückender Faktor. Herr Schlammermeier, die Zeitpläne und den Handlungsbedarf. Wir haben einen Preis mit einem Margenproblem und wir haben ein Mengenproblem mit der Summe, dass wir ein Deckungsbeitragsproblem haben. Ich habe versucht, das zu differenzieren, dass wir auch ohne das Thema EEG aufgrund der hohen Wettbewerbsintensitäten den Margenverlust im Markt haben. Also sprich, Ihre These, dass wir dass alles eine Folge des EEGs ist, die ist falsch, weil wir bei 60.000 MW oder 55.000 MW Nachfrage, Residuallast einfach ein signifikant nicht um 45% niedrigeres Preisniveau und Margenniveau haben. Das ist das Erste. Das heißt, selbst wenn wir keine erneuerbaren Energien mehr zubauen würden oder wenn wir sie gar nicht hätten, würde trotzdem der Energy-Only-Markt nicht Investitionsanreize bieten und würde in der Struktur der Merit Order, wie wir sie jetzt haben, im konventionellen Bereich nicht funktionieren. Bei der Frage, wie schnell haben wir es? Ich habe vor einem Jahr noch geglaubt, dass unser dringlichstes Problem Neubauten in Süddeutschland sind. Jetzt sind wir aber rechts und links vom Bestandskraftwerksproblem überholt worden. Und das Problem, dass wir Abschaltungen haben, weil sie nur noch 100 oder 0 Stunden für in den 70er, 80er Jahren gebaute Gaskraftwerke haben oder dass sie nur noch 500 Stunden dann nämlich, wenn wir die neuen Kohlekraftwerke in Betrieb haben, für Kohlekraftwerke mit 34, 35% Wirkungsgrad haben, das ist ein Problem, das trifft uns ab 2014. Und jetzt kann man sich überlegen, ergreife ich Zwangsmaßnahmen, verbiete den Leuten, diese Kraftwerke stillzulegen, habe also einen speziellen regulatorischen Eingriff dahin, oder sage ich, ich schaffe einen Marktmechanismus, wo ich sage, Versorgungssicherheit kostet Geld und ich versuche über Preissignale mir Versorgungssicherheit so billig zu kaufen, wie es geht. Und ich kann nur sagen, also Leute, wenn ihr es nicht glaubt, dann warten wir doch einfach mal ab, wer wann wie stilllegt und wie viel Zeit wir haben. Also ich bin ja nur Berater. Also das ist nicht meine politische Verantwortung. Aber nochmal wait and see, Hauke Herrmann. Sozusagen, die Frage ist ja schon, und das, da ist ja die Frage von Herrn Lamprecht berechtigt, ist denn, wie viel Zeit haben wir denn? Sozusagen, eins ist klar, für die nächsten 3 Jahre gibt es sowieso wahrscheinlich keine saubere Lösung. Es gibt nur überschaubare. Aber wie sieht denn so ein Zeitplan aus? Wo sind wir denn realitär sozusagen in politischen Rahmenbedingungen, Investitionsschienen, die sich irgendwann materialisieren müssen? Also ich würde es jetzt nicht so teilen, dass wir bis 2025 nichts Neues oder ausreichend Kapazität haben. Wir wollen ja auch noch den Kernenergieausstieg absichern. Da gehen ja ab 2015 alle 2 Jahre ein Kernkraftwerk in Süddeutschland raus und dann um 2020 ja auch jedes Jahr 3 Kernkraftwerke. Und ich glaube sozusagen, wenn man dann vom Ziel her denkt, muss man neue Kapazitäten spätestens 2020 in Süddeutschland am Netz haben, um den Kernenergieausstieg zu flankieren. Ob der Netzausbau bis dahin mit allen geplanten Leitungen klappt, hoffe ich, aber bin ich mir nicht sicher. Dann wird ja mal gesagt, man hat ja in 3 Jahren ist ja das Kraftwerk fertig. Aber so ein bisschen Vorlauf braucht man denn ja doch. Man muss irgendwie müssen diese Märkte organisieren. Und wenn wir Anlagen 2019 im Netz haben wollen, und vielleicht auch ein GOD bauen möchte, was ein bisschen länger dauert, wo man noch die Genehmigung machen muss, dann sollte man 2015 abgeschlossene Auktionen haben, dass die Leute dann zu Ende planen können und bauen können. Okay, Peter Amels. Ja, Peter Amels, Deutsche Umwelthilfe. Ich habe 2 Fragen, eine kurze und eine sehr kurze. Die sehr kurze an Herrn Schlammermeier.
das Prinzip, was Sie eben genannt haben, um Schaffung oder Kapazität zu schaffen, geht das auch im gleichen Umfang für steuerbare Lasten beziehungsweise auch für Speicherbau als parallele Veranstaltung dazu? Die andere Frage ist an Herrn Herrmann. Sie sprachen vorhin an, dass es also mehr einer Regionalisierung der Kapazitätsmärkte bedarf. Frage dazu, kann so eine Regionalisierung aussehen, dass also mehr niedrige Spannungsebenen, also nicht Übertragungsnetzebene, sondern Mittelspannung, wie auch immer, genutzt werden und damit auch regionale Börsen? Oder ist es mehr ein Mechanismus, wo denn regionale Kapazitäten sich zusammensetzen aus einem Kraftwerk plus dem dazugehörigen Netzentgelt, wenn das Kraftwerk woanders steht, so wie es ja vergleichsweise bei den Grenzkuppelstellen und der dazugehörigen Kapazitätsverauktionierung ja jetzt auch schon Realität ist, halt nur international. Und das könnte man ja auch national machen, wenn es dann für bestimmte Strecken bestimmte Netzentgelte gäbe. Frage also, welcher Ansatz ist Ihrer Meinung nach der sinnvollere, der praktikablere, vielleicht auch der günstigere? Hatten Sie da schon Gelegenheit, drüber nachzudenken? Klare Danke. Fragen an Herrn Schlemmermeier, an Herrn Herrmann. Wir sind der Auffassung, dass wir für Speicher genauso wie, also dass Kapazitäten sind, Speicher und disponible Kraftwerke und steuerbare Lasten gleichermaßen. Das ist das Erste. Das heißt, wir müssen versuchen, im Wettbewerb herauszufinden, wer welchen Synchronisationsbeitrag langfristig leisten kann. Und um diese drei Technologien Wettbewerb zu stellen, brauchen wir technologieneutrale Produkte, soweit es geht. Aber natürlich kann man nicht alles über Technologieneutralität herstellen. Aber wir würden sehr zügig für steuerbare Lasten und Speicher meinen, dass man auch Kapazitätsprodukte nachfragt. Na klar. Das ist die erste Stufe. Lesen Sie das Gutachten insgesamt. Ja, dann genau. Die dürfen natürlich auch an der Auktion teilnehmen. Logisch. Wäre auch ein Beitrag zur Liquidität des Marktes, dieser eher nicht ganz unproblematisch Märkte. Hocke Herrmann. Genau. Danke für die Nachfrage. Also ich glaube, es ist sozusagen nicht das Ziel, dass jedes Verteilnetz seine eigene Strombörse bekommt, sondern man kann das Kind ja ganz konkret beim Namen nennen. Ich glaube, das Kernproblem, das ja auch noch länger bleiben wird als die Kernkraftwerke, sind die Braunkohlekraftwerke, die ja die verbleibenden Grundlastkraftwerke sind und trotzdem immer noch einspeisen möchten in Norddeutschland. Da stehen die ja nun mal alle. Wenn viel Wind ist, also viel Angebot an erneuerbaren Energien. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weil die Braunkohlekraftwerke sozusagen eine sehr hohe Netzbelastung verursachen, dass die auch Netznutzungsentgelte zahlen müssen in Zukunft, insbesondere dann, wenn es in Norddeutschland eh schon zu viel Strom gibt. Und das Zweite ist, wenn wir in Süddeutschland Strom benötigen und die Übertragungskapazitäten zwischen Nord und Süd knapp sind, wieso bepreisen wir diese Knappheit nicht und warum kann das Braunkohlekraftwerk nicht einen niedrigen Strompreis bekommen? Also dass man so ähnlich wie man die Grenzkuppelstellen bewirtschaftet, auch das Nord-Süd-Problem bewirtschaftet. Das böse Wort der Marktzonen sage ich jetzt nicht. Nodelpricing. Na, also ich glaube, Nodelpricing brauchen wir nicht. Wir brauchen sozusagen zwei Knoten in Deutschland erstmal oder vier. Okay, wir haben jetzt keinen extra Vortrag zu solchen Feinheiten wie Nodelpricing und Preiszonen. Das will ich mir und Ihnen ersparen. Ich sehe jetzt im Moment niemanden. Ja, Anke Weidlich, mein Name von der Hochschule Offenburg. Ich habe auch eine Nachfrage zu dem konkreten Modell. Und zwar haben wir ja in Deutschland einen Kapazitätsmechanismus, das ist der Regelenergiemarkt, ist natürlich mit einer anderen Ausrichtung, aber auch er dient ja dazu, die Versorgungssicherheit herzustellen. Und dort ist man dazu übergegangen zu immer kürzeren Ausschreibungszeiten, anfangs halbjährlich, dann monatlich, jetzt im primären Sekundärbereich nur noch wöchentliche Ausschreibungen, Minutenreserve täglich. Deswegen wäre ja der Vorschlag, jetzt über 15 Jahre eine Prämie zu gewähren, gerade die entgegengesetzte Richtung. Und ich stelle es mir schwierig vor, wenn man jetzt zum Beispiel eine Auktion durchführt, dann muss man ja eine bestimmte Anzahl von Wettbewerbern haben, sonst sind die Preise dann nicht wettbewerblich. Und wenn es über solche Zeiträume geht, gibt es ja vielleicht gar nicht so viele Kraftwerke zu einem bestimmten Zeitpunkt, die für so eine Auktion zur Verfügung stehen. Also man will natürlich einerseits Versorgungssicherheit gewährleisten oder beziehungsweise Investitionssicherheit für die Kraftwerksbetreiber, aber das kann man ja vielleicht auch über andere Wege als jetzt über so lange Zeiträume feste Vergütungen festzulegen. Kann man nicht da auch mehr den kurzfristigen Märkten vertrauen? Ähm,
Es geht ja um die am Ende Entscheidungsrationale. Und das Entscheidungsrational für einen Investor ist, kann ich mit meinem Geschäftsmodell, wenn ich investieren will, langfristig stabilen Cashflow erzielen, um am Ende Eigenkapital zu bedienen und Fremdkapital zu bedienen. Und die kurzfristigen Märkte können das nicht leisten. Wir haben aus den kurzfristigen Märkten Preissignale, was den Terminmarkt angeht, für 2 bis 3 Jahre. Und genau das ist der Grund, wieso dann auch, mal abgesehen von der Preishöhe, nicht investiert wird. Was ist das Rational auf dem Regelenergiemarkt oder was ist das Rational auf den physischen Märkten? Die Kraftwerksbetreiber, für die ist der zentrale Markt der Spotmarkt. Und sie vermarkten in den Terminmarkt nach vorne, wenn sie dort einen Mehrwert erwarten können und mit dem Rational auch Risiken in Bezug auf ihren Cashflow zu reduzieren. Und wenn Sie sehen, dass der Spotmarkt gegenüber dann den Regelenergiemärkten zu geringeren Werten führt, dann vermarkten Sie Ihre Kapazität in Regelenergiemärkten. Das heißt, das Rational erfolgt immer über Mehrwerte gegenüber dem Spotmarkt. Und die weitere Liberalisierung, nämlich das Reduzieren von Zutrittsbarrieren zum Regelenergiemarkt, hat im ersten Schritt in den Minutenreservemarkt dazu geführt, dass die Kapazitätsprämie gen Null sich bewegt. Sie führt beim Sekundärregelenergiemarkt vergleichbar zu einer bisher Halbierung der Prämie. Das liegt daran, dass die Leute im Grunde ihr Rational, ihr Benchmark im Day-Ahead-Markt sehen, also im Spotmarkt. Und ich glaube, dass wir damit, nämlich in Bezug auf die Fixkosten, nämlich schalte ich ein Kraftwerk ab oder nicht, beziehungsweise baue ich ein Kraftwerk oder nicht, wir einen Kapazitätsmarktmechanismus brauchen. Ich weiß nicht, wo das Mikrofon jetzt ist. Das ist in der Selbstorganisation. Vielleicht kann es dann irgendwann mal wieder nach vorne driften als Marktrichtungsansage. Sönke Häsler, Universität Hamburg. Viele oder vielleicht alle Modelle eines Kapazitätsmarkts sagen, Demand-Side-Management muss teilnehmen. Das sehe ich ein. Können Sie ihn lauter? Regelbare Lasten sollen teilnehmen an der Auktion. Gibt es schon Gedanken dazu, wie sie praktisch teilnehmen sollen? Die Größenordnung in der Kapazität gegenüber einem anderen Akteur, zum Beispiel einem neuen Kraftwerk, ist kleiner um den Faktor, ich weiß nicht, 10, 100, 1000 private Haushalte. Die müssen vermutlich aggregiert werden irgendwie, denn sonst sind die Transaktionskosten, um an der Aktion teilzunehmen, ebenfalls um den Faktor 1000 größer. Wie können so verschieden große Akteure am gleichen Markt teilnehmen? Ja, also wir vertrauen da schon, dass es dann da Marktakteure gibt, die das dann organisieren. Und im Kern geht es ja um eine Auktion, also Bestandsanlagen, wo wir uns vorstellen, das ist eine Descending Clock, also es gibt sozusagen Startpreis und dann sinkt der. Und in der Größenordnung hatten wir immer so diskutiert als Startpreis die Kosten einer Gasturbine, 50, 40 Euro, das kW pro Jahr. Und ich glaube, da bieten die dann einfach mit, ja, und stehen im Wettbewerb. Und wenn es sich dann herausstellt, dass die Transaktionskosten für bestimmte Arten von Flexibilitäten noch zu hoch sind, dann kommen die halt dann tendenziell erst ein bisschen später. Aber da vertraue ich so, also das ist, glaube ich, wenn die Transaktionskosten jetzt zu hoch sind, dann macht es ja auch keinen Sinn, dann gewinnen sie halt nicht in der Auktion. Das ist ja auch in Ordnung. Gut, die Frage ist, ob die privaten Haushalte und die sprechenden Kühlschränke in der ersten Phase da die Hauptanbieter sind oder ob das nicht eigentlich Kühlhäuser und ähnliche Sachen sind, die ja auch heute in Regelenergiemärkten teilnehmen, wo die Aggregationsnotwendigkeit nicht ganz so groß ist. Und man konnte ja auch in der Zeitung lesen, dass die Aluhütte in Neuss einen neuen Stromvertrag hat der ist auch 250 MW, also jetzt auch nicht schon halbe Gasturbine. Okay, wo ist das Mikrofon? Dann gehen wir hier vorne und dann zu Herrn Haxmann. Wolfgang Irek ist mein Name von der Hochschule Ruhr-West.
Nun eine kleine Ergänzung dazu, zu der Frage der nachfrageseitigen Kapazitäten. Wir haben ja Erfahrungen aus den 90er Jahren, als die Minutenreservepreise noch hoch waren und die Möglichkeiten bestanden, hat zum Beispiel ein Unternehmen wie Stadtwerke Hannover ja auch von vielfältigen, auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Lastabwurfpotenziale gebündelt und dann gebündelt mit diesem gebündelten Lastabwurfpotenzial konnten sie dann halt auch sich dann entsprechend da im Markt beteiligen. Also von daher und mit der zunehmenden Anzahl von Möglichkeiten auch noch kleinere Lasten halt zentral zu regeln, denke ich, ist das, glaube ich, kein Problem. Es ist halt letztlich eine Frage einfach des Marktdesigns und wie dann halt die Preissignale tatsächlich dann nach unten auch ankommen. Und wenn halt wir im Moment sehen, dass wir die Standardlastprofile als Grundlage haben und haben aber an der Strombörse ganz andere Preissignale und letztlich ist eine Frage des Marktdesigns, wie man das irgendwie mal dann zusammenbringen kann, dass die Preissignale dann auch unten ankommen und sich das dann auch entsprechend lohnt. Okay, das war jetzt keine Frage mehr. Herr Axmann? Danke, Guido Axmann. Thema 1. Also erstmal ganz herzlichen Dank. Ich habe schon viel mehr verstanden, als ich vorher wusste zu dem Thema, das für mich noch relativ neu ist, was diese Marktfrage angeht. Und ich habe eine die größte Lücke, die sich noch auftut, neben dem Was und wie könnte das aussehen, ist, wie kämen wir dahin jetzt praktisch? Also was sind so die Akteure? Kann man sowas national machen? Muss man das europäisch? Macht das die Bundesnetzagentur? Politisch? Gibt es Pilotzonen? Wie kann sowas gehen? In anderen Bereichen ist mir das oft bekannt, aber hier hätte ich so gar keine Idee, wie das, können Sie das vielleicht? Egal. Ich glaube, zwei Meinungen. Alle können dazu was sagen. Ich vermute, wir werden bei einer gewissen Diversität der Antworten bleiben. Ja. Frau Nies? Ja. Also wie kann man das einführen? Es ist, wie gesagt, es gibt eine Vielzahl, diese Diskussion über die Kapazitätsmechanismen verwechselt ja unheimlich viele Dinge. Es geht einerseits, wie bereits besprochen, um die langfristige Frage nach der Transition gewisserweise, wie soll eigentlich das Marktdesign aussehen, dass dann Speicher und so weiter genauso Energieeffizienz genauso preist wie Stromerzeugung letztlich. Und da sind wir ja noch lange nicht. Und dann eben um die kurzfristige Notlösung, um zu versichern, dass wir keine Stromausfälle haben etc. Ja. Und da kann es natürlich nationale kurzfristige Maßnahmen geben. Das leichteste oder leichteste Modell ist bestimmt diese kalte Reserve oder Strategic Reserve einzuführen. Ja. Uns liegt daran als Eurelektrik und dass man von Anfang an sagt, es gibt bestimmte Mussbedingungen, die von all diesen Mechanismen, auch wenn sie national, regional eingeführt werden, erfüllt werden, damit die Kompatibilität und die Ausweitung auf regionale oder europäische Zusammenhänge im Sinne des Binnenmarktes möglich ist. Das ist der Punkt. Man muss andererseits, da muss man wirklich auch ganz klar sagen, wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren vielleicht ein bisschen einen regulatorischen Übereifer gesehen und sehr viel Widersprüche. Energiepolitik ist ja von Wirtschaftspolitik zu Umwelt- und Klimapolitik mutiert in gewisser Weise und irgendwo dazwischen noch unterwegs. Und die widersprüchlichen diversen Regulationen sind auch nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, eine konsistente Politik zu entwickeln. Also man sollte mit Sicherheit nicht in aller Schnelle aufgrund eines perzipierten Mangels zu riesigen Wandlungen kommen, die dann dem Markt abträglich sind und die Kosten in die Höhe treiben, sinnloserweise. Also es soll sicherlich die Zeit genommen werden, Zeit ist ein wichtiger Faktor, um zu diskutieren, was eigentlich und auch um Erfahrungen auszutauschen. Manche Staaten in Europa haben diese Mechanismen schon eine ganze Weile. Da tut Deutschland sich ja auch gut dran, sich das einfach mal anzusehen. Wie ist denn die Erfahrung damit? Ist es eigentlich etwas, was wir dann gerne kopieren wollten? Herr Schlemmermeier. Also ich sage, solange wir keine europäische Kupferplatte haben, muss Versorgungssicherheit national organisiert werden. Wir haben nicht mal eine deutsche Kupferplatte. Das führt dazu, dass die Bayern von bayerischer Energieautarkie reden und bei Prognos und Gutachten einen Auftrag zu geben, wie viel Kapazitäten muss man wie bauen, um das zu erreichen. Das ist dann vielleicht dann zu viel des Guten, wenn wir es dann noch kleiner machen. Aber sprich, Versorgungssicherheit muss nationale Verantwortung sein, solange wir keine Kupferplatte haben und so viele physische Engpässe. Die Frage, wer dieses organisiert, glaube ich, gibt es zwei Stufen. Es gibt die erste Stufe, dass man es die Übertragungsnetzbetreiber machen lässt mit der Überwachung durch die Bundesnetzagentur, so wie der Netzentwicklungsplan auch funktioniert. Ich glaube aber, dass wir am Ende ein ISO in Deutschland brauchen, als eine spezielle Institution, die
Systemverantwortung trägt, operativ, die von der Bundesnetzagentur gesteuert wird. Das heißt, wir müssen mal mindestens die Systemverantwortungsprozesse, die bei den ÜNBs sind, zusammenführen in eine neue Institution. Das ist aber keine notwendige Voraussetzung, sondern das ist wahrscheinlich eine effiziente Weiterentwicklung. Ich glaube, dass wir in Bausteinen vorgehen sollten und uns versuchen sollten, im ersten Schritt auf das Thema Bestandskraftwerke zu konzentrieren. Ich bin kein Freund für eine Übergangslösung, die nicht nachhaltig auch weiterverwandt werden kann als Baustein. Deswegen bin ich auch gegen die strategische Reserve, nicht nur wegen der Kosten für den Verbraucher, sondern weil es auch nicht zukunftsfähig ist. Und wir müssen aber ganz schnell uns auch um Neubaukraftwerke kümmern. Ich glaube, dass wir in der ersten Phase sehen sollten, dass wir steuerbare Lasten mit Produkten nachfragen. Dafür wird es auch einen Markt geben, wenn es einen Business Case gibt. Die steuerbare Lastenpotenzial gemessen gegen Gasturbinen ist relativ groß. Das werden wir dann rausfinden, wer da alles mitbietet. Es ist schwer abzuschätzen, aber da werden schon ein paar tausend MW zusammenkommen. Und wir werden sicherlich dann, wenn die Genehmigungsverfahren für Pumpspeicher soweit sind und wenn Elektromobilität weitergegangen ist, auch Speicher mit in den Kapazitätsmarkt integrieren müssen. So in dieser Reihenfolge stelle ich mir das vor. Wir haben jetzt das Hindernis der Bundestagswahl, das vorher keiner irgendwie will, aber muss. Wir werden sehen, was da passiert. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet ja an irgendeinem Kaltreservegesetz, das, so wie es sich anhört, kontraproduktiv sein dürfte. Gut, das ist Teil der Demokratie, dass wir die Wahl jetzt haben und keiner vorher was machen will. Vielleicht gibt es einen Kabinettsbeschluss vorher. Okay, Hauke. Ja, ich teile die Einsicht, dass wir sozusagen wahrscheinlich erstmal national anfangen werden. Und das ist auch nicht schlimm, wenn sozusagen in unterschiedlichen Ländern erstmal unterschiedliche Sachen vorangetrieben werden oder also jeder sozusagen erstmal seine eigene Kapazität beschafft. Das Wichtige ist sozusagen, dass man besonders bei der Kapazitätsplanung sich dann europäisch mal abstimmt. Also dass, wenn man in Deutschland 5 Gigawatt Gasturbinen zubaut, dass dann die Nachbarn miteinander reden, wer jetzt, wie man sich sozusagen den Bedarf aufteilt. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt für eine Europäisierung. Und ich glaube, so ist ein guter Plan. Ja, ich habe jetzt Christine Wörlen und danach Herrn Kuhlmann. Habe ich jemanden sonst noch übersehen? Vorne. Okay. Christine Wörlen, Aripo Consult. Mich würde interessieren, was die Einschätzung auf dem Podium ist, ob es vielleicht effizienter ist, einen Preisfloor für Emissionszertifikate einzuführen, für den kurzfristigen Fix zumindest. Okay, jetzt kommt so eine mittlere Welt-Europa-Revolution. Alle drei, ja, am besten Hauke und so weiter. Ja, super. Nein, das Problem ist halt, dass wir da leider im Moment mit den hohen Gaspreisen sehr hohe CO2-Preise bräuchten. Also irgendwie sowas in der 40-Euro-Welt, damit die GODs wieder eine Chance haben. Und wir haben ja da relativ viel gerechnet, was jetzt die Vorschläge, die so auf dem Tisch sind, selbst bei einem Ziel von 30% national in der EU bis 2020 kommen wir nicht so richtig zu diesen Preisen. Also ich glaube, das reicht alleine nicht. Frau Nies? Ja, was ich hier sagen kann, ich nur persönlich sagen und nicht als eure Elektriker, weil wir da keine, also ich würde sagen, die Auffassung insgesamt wäre eher negativ, zu sagen, Preisfloors, die gibt es in dem UK Energiemarktreform, ist die dort vorgesehen, dass das ETS die Investitionen in Low Carbon Technologies in irgendeiner Weise vorantreiben soll. Das ist ja die Frage, die da letztlich dahinter steht. Momentan geht die Diskussion in Brüssel, wie Sie ja wissen, in eine andere Richtung. Es geht um diese Reload- oder Set-Aside-Geschichte. Ne? Ist natürlich die Frage, wenn man einen Markt etabliert, wie man es gemacht hat für CO2, muss man damit leben in irgendeiner Weise, dass dieser Preis auch volatil ist wahrscheinlich. Und wenn man nun aufgrund der Rezession sagt, so, aber wir haben vielleicht nicht ein ambitiöses Ziel gehabt und wir müssen versuchen, indem wir diese Zertifikate rausnehmen, wobei es dann Gewinner und Verlierer gibt, da es ja welche gibt, die diese schon haben. Das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen, die vielleicht auch adverse
Effekte haben, in dem Sinne, dass man ja nicht weiß, wann wird eigentlich so ähnlich wie IEA irgendwann mal eine ganze Menge von den 90-Tages-Reserven Öl auf den Markt geworfen hat, ja, und dann in den Preis interveniert des Ölmarktes. Ne? Ist das dann das Ziel, dass man permanent die Kommission in den Preis interveniert, indem sie plötzlich wieder Zertifikate zurückwirft? Also ich glaube, das ist eine Frage, der sich die Experten des ETS und EU-ETS-Systems so zuwenden müssen, dass sie sich fragen, wo soll denn die Reise auf Dauer eigentlich hingehen? Eine extrem schwierige Frage. Ich bin da nicht so pessimistisch wie Herr Herrmann, was die Preishöhe angeht. Ich halte aber von dem Floor überhaupt nichts, weil der Floor nicht das Problem ist und auch der Preis ist am Ende nicht das Problem, sondern wie er zustande gekommen ist. Wir haben eine Überversorgung an Zertifikaten und das ist, liegt ein Stück daran, dass das Handelssystem so ein bisschen zu sehr Planwirtschaft ist. Ich vergleiche das immer mit der Europäischen Zentralbank, die auch kein Geldmengenziel für die nächsten 10 Jahre vorgibt, sondern die sich monatlich zusammensetzt und nachsteuert. Und ich glaube, dass ein CO2-Handelssystem nachgesteuert werden muss und ohne die Nachsteuerung in Bezug auf die Mengen und Zertifikate, die ich herausgebe, wird das System nie funktionieren. Und wir sehen den CO2-Preis bei 18 Euro, dass die GODs signifikant ihre Benutzungsstunden verbessern und dann wieder Kohlekraftwerke bei knapp 40% Wirkungsgrad verdrängen beim derzeitigen Preisniveau. Der Floor müsste ja auch in irgendeiner Art und Weise atmen, den kann man auch nicht für 10 Jahre festlegen, weil es immer Umstände geben kann, dass man nachjustieren muss. Also mein Plädoyer ist kein Floor, sondern eine institutionelle Lösung, die anhand von einem Mandat, so wie es die EZB für Inflation hat, ein Klimaschutzmandat hat und die Mengen nachsteuert. Okay, ich darf jetzt dazu nichts sagen. Das fällt mir schwer, aber ich glaube auch, dass Mengensteuerung ein hohes Gut ist. Und der Traum vom Preisfloor ignoriert, dass der Preisfloor ein Zwilling hat, das ist nämlich die Preiscap. Und dass alle Diskussionen um Preisfloor und Preiscap starten bei einem Preisfloor von 30 und einem Preiscap von 60. Und nach den Erfahrungen, die wir haben, wir enden werden mit einem Preisfloor von 10 und einem Preiscap von 20. Und dann ist einfach die Frage, das politische Perversionspotenzial mitzudenken, immer nicht ganz unwichtig. Wie gesagt, die Mengensteuerung ist ein hohes Gut. Ich würde nicht so weit gehen wie Herr Schleimermeier, aber wir brauchen Interventionen, Möglichkeiten der Mengenanpassung, wenn sich einfach an den Rahmenbedingungen deutlich was ändert. Herr Kuhlmann. Ja, Andreas Kuhlmann vom BDEW. Ich wollte ein paar Kleinigkeiten anmerken und vielleicht auch nachfragen. Erstmal zu diesem Glasperlen-Milliardenspiel von Ihnen, Herr Schlemmermeier, ich habe es ja schon mal gehört. Da würde ich Sie einfach mal bitten, setzen Sie sich mal mit dem Herrn Herrmann zusammen, rechnen Sie das mal durch und geben Sie es uns zur Verfügung, weil das kann ich eigentlich von vorne bis hinten nicht nachvollziehen, aber geht in so einer Runde vielleicht auch nicht. Aber es könnte ja wichtig werden, die Argumentation darüber, wie teuer das wird mit dieser strategischen Reserve oder eben nicht. Aber das, insofern würde ich das gerne ernst nehmen, aber vielleicht guckt man sich es einfach mal ganz genau an, wenn man es mal vorliegen hat. Eine Frage. Oft wird ja die Situation in Süddeutschland bemüht dafür, dass man sagt, ja, wir brauchen unbedingt möglichst schnell irgendeine Form von Kapazitätsmarktmechanismus. Da wollte ich mal fragen, wie Sie das eigentlich sehen. Ist das nicht eigentlich eher ein Problem mit Systemdienstleistungen, so wird es ja gegenwärtig auch behandelt? Und wäre das nicht vielleicht ein wenig zu eingeschränkte Begründung dafür, dass man einen Kapazitätsmarkt oder Mechanismus in aller Wucht in Deutschland braucht? Damit will ich gar nicht sagen, dass man da einen gewissen Bedarf hat. Sie wissen vielleicht, wir haben ja schon vor einem guten Jahr im Grunde gesagt, dass wir in der Tat ab dem Jahr 2022 definitiv nicht mit Sicherheit sagen können, dass wir dann ausreichend Kapazitäten haben. Und deswegen werden wir uns auch vernünftig vorbereiten müssen, dass wir mit entsprechendem Vorlauf auch irgendwie was in der Hand haben. Es gibt aber darüber hinaus auch akuten Handlungsbedarf. Das sehen wir schon auch. Wegen dieser ökonomischen Situation, die ja hier auch ausreichend dargestellt wurde, der Bestandskraftwerke. Und wenn diese nämlich zusätzlich noch vom Netz gehen, weil die sich einfach ökonomisch nicht mehr lohnen, und da sind wir ja kurz davor in vielen Situationen, einige Beispiele wurden hier genannt, dann wird es ganz finster. Und da glauben wir, dass wir eine Art von Brückeninstrument durchaus implementieren sollten, dass so eine strategische
Reserve sein kann. Ich will jetzt hier nicht weiter zu eingehen. Wir werden uns da in absehbarer Zeit auch noch zu melden und dann kann man das auch noch mal ausführlicher diskutieren. Die Europakomponente wurde hier auch angesprochen, damit will ich dann auch enden, halte ich schon für wichtig. Wir waren in Brüssel bei verschiedenen Gesprächen auch und haben dort schon erfahren, dass die Kommission gewillt ist, da einzugreifen, wo sie sieht, dass ein Mechanismus in einem Land Auswirkungen auf den Bestand in anderen Ländern hat. Das ist so eine Art rote Linie, wie uns da vorgetragen wurde. Wir werden ja im Oktober aus Brüssel auch noch einige Anmerkungen dazu bekommen. Und da wollte ich mal fragen, weil das finde ich jetzt hier so gar nicht, dieses Wort Europa, oder ob Sie das eigentlich zumindest mal betrachtet haben, welche Wechselwirkungen das mit den Nachbarländern, mit dem Markt außerhalb Deutschlands haben könnte, würde mich einfach mal interessieren. Vielen Dank. So, das war klar an Herrn Schlemmermeier. Der letzte Punkt ist einfach, habe ich schon beantwortet, solange Versorgungssicherheit ist so lange nationale Aufgabe, solange wir keine europäische Kupferplatte haben. Und da gibt es auch, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Natürlich brauchen wir einen europäischen Binnenmarkt. Das heißt, der Energy-Only-Markt muss ein europäischer Wettbewerbsmarkt sein. Aber die Kapazitätsfrage und Versorgungssicherheitsfrage ist zunächst erstmal nationale Aufgabe. Wenn wir beim Netzausbau weit genug sind, können wir das anders machen. Herr Kuhlmann, das Wort Glasperlen diente ja nur der Diffamierung. Und Herr Mattes hat ja heute Morgen aufgerufen, keine Gräben zu graben. Und wenn, dann sollten sie flacher sein. Versuche ich es nochmal, das Beispiel, damit es jeder verstehen kann. Wenn wir an der Börse eine Lücke haben, oder wenn wir sagen, wir haben Spitzenpreise an der Börse, sagen wir mal so, egal wie sie zustande kommen, diese berühmten 1.000 Euro, die Herr Maurer und Herr Müskens, die beide strategische Reserve wollen, ja für richtig und auch für erstrebenswert halten. Wenn wir also diese 1.000 Euro haben, dann sind in dieser Stunde alle deutschen Kraftwerke am Laufen. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel mit den 60.000 MW nehmen, 60.000 MW mal eine Stunde mal 1.000 Euro sind 60 Millionen Euro. So, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Das heißt, diese Stunde kostet 60 Millionen Euro. Wenn ich dann weitergehe und sage, wie viele Stunden haben wir denn davon? Ja, wenn ich sage, ich habe 10 Millionen, habe ich 600 Millionen, Entschuldigung, wenn ich 10 Stunden habe, habe ich 600 Millionen, wenn ich 100 Stunden habe, habe ich 6 Milliarden. So, dann sind wir uns auch alle einig, dass in dem Moment, wo wir mehr als 10 Stunden haben, wird irgendjemand schreien und sagen, wir brauchen einen Cap. Ja, 1.000 Euro ist viel zu viel. So, den machen wir vielleicht bei 250 Euro. Ja, der greift dann weiter unten. Dafür, glaube ich, sind die 100 Stunden, wenn wir nämlich sehen, wie viele Kraftwerke unrentabel sind, dann sind wir irgendwie oben bei den 15.000 MW mal 1.000 Stunden, dann sind wir irgendwo bei 12 Milliarden Euro. Das Problem ist, dass Sie und auch Consentic und für das Umweltministerium Herr Müskens immer nur die Kapazitätsprämien vergleichen und nie die Wirkung auf den Verbraucher. Und das Wesen der strategischen Reserve ist es, Knappheit zu initiieren, damit die Preise am Großhandelsmarkt steigen. Das ist das Grundkonzept der strategischen Reserve. Und wenn Sie das nicht wollen und wenn Sie sagen, das ist nicht unser Grundkonzept, dann müssen Sie das tun, was wir sagen, nämlich gezielte Kapazitätsmärkte. Wenn Sie beiden Modelle miteinander vergleichen und Sie parametrisieren die gleich, ja, das heißt gleiche MW für Versorgungssicherheit, keine Auflagen, was ökologische Standards angeht, gleicher Auktionsmechanismus, dann kommt da die gleiche Prämie raus als Kapazitätsentgelt, ja, weil auch Sie wollen es rückwärts auktionieren. Was der Unterschied ist, dass der eine sagt, und das darf am Großhandelsmarkt nicht teilnehmen, weil wir wollen gerne Knappheitspreise initiieren und 1.000 Euro die Stunde sind nicht schlimm. Und wir sagen, wir haben als primäres Ziel Nachversorgungssicherheit, Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und wir wollen das Preis, der Wettbewerbsintensität und wir wollen das Preisniveau am Großhandelsmarkt erhalten. Das ist die ganz zentrale Frage. Und dann werden wir sehen, wie in der politischen Debatte das entschieden wird. Und Sie werden Ihre Argumente vortragen und wir werden unsere Argumente vortragen. Und habe ich die eine Frage vergessen? Sie warten noch eine? Ich habe
Ach, süddeutscher Raum. Also Sie müssen mal, Sie waren ja dabei bei dem Gespräch mit Herrn Zerres im BMW. Ich weiß nicht, was er da alles im Detail gesagt hat. Ich war neulich bei einer Bundestagsfraktion, da war er auch da. Herr Zerres von der Bundesnetzagentur, können Sie ihn heute ansprechen, der rennt hier auch irgendwo durch die Gegend, sagt, wenn die Thüringer Strombrücke nicht kommt, haben wir mit der Abschaltung von Grafenrheinfeld ein Problem, das wir nur mit einem neuen Kraftwerk lösen können in Bayern. Anders geht es nicht. Und wenn die Bundesnetzagentur das sagt, dann glaube ich ihr das. Ja? Und die Lage, welche Kapazitäten brauchen wir wo, ist extrem unübersichtlich. Diejenigen, die es aufklären könnten, tun es irgendwie nicht. Jedenfalls ist die Transparenz nicht da. Und die Delegation, das an mich zu delegieren, finde ich nicht so ganz richtig, weil ich nicht die Institution dafür bin, ja, sondern eigentlich müssten wir dafür den ISO haben, der hat vielleicht mit einer neuen Kultur und einem neuen Verhältnis dazu auch vielleicht das Interesse, dann das aufzuklären. So, das hatte jetzt schon persönlichen Schlusswort ähnlichen Charakter. Diese Möglichkeit will ich den beiden anderen Diskutanten auch mal geben. Frau Nies, Sie können noch mal einen Rundumschlag machen. Ja, Rundumschlag. Ich wollte nur kurz mal Stellung nehmen zu dem immer wieder erwähnten National oder Europa. Ich glaube, dass eigentlich die Situation Deutschlands in Europa eine viel weiter fortgeschritten ist, als diese Diskussion hier einem nahelegen könnte. Also Beispiel, Sie sagen, Versorgungssicherheit ist eine nationale Sache. Natürlich, ich meine, es gibt Subsidiarität, natürlich ist es eine nationale, wenn nicht sogar teilweise dann regionale Sache etc. Dennoch, wenn Sie sich die reale Situation ansehen, dann sind ja Grenzkraftwerke Österreich, Schweiz etc. werden bemüht, da gibt es spezielle Verträge, um eben diese Versorgungssicherheit abzusichern. Und das beweist uns doch, dass diese europäische Dimension in der national organisierten Versorgungssicherheit schon längst eine Realität ist. Ich glaube, das sollte man in keiner Weise aus den Augen verlieren. Und dann zu dieser Polemik zwischen BDW und zwischen Ihnen über die Mechanismen. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht nur um die Frage strategische Reservekapazitätsmärkte, sondern es geht nicht um das Ob, sondern es geht um vor allen Dingen das Wie. Und wie so eine strategische Reserve ausklamüsert wird, wie minimalistisch das dann angelegt wird, sicherlich wird über die Frage entscheiden, ob diese Verzerrung in dem Ausmaß dann stattfindet, wie Sie sie vermuten. Na, die andere Frage, die Sie gestellt hatten, war ja sozusagen, wenn wir einen Kapazitätsmechanismus einführen, hat das dann ganz schlimme Auswirkungen auf die europäischen Nachbarländer. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr entspannt, weil wir ja vor allen Dingen Trittbrettfahrer-Effekte. Ja, also wenn dann sind es sozusagen positive Effekte. Aber es werden ja tendenziell Kraftwerke mit hohen Grenzkosten gebaut. Ja. Und deswegen wird die Marktbeeinflussung von Kraftwerken, die nicht viel laufen, weil sie hohe Grenzkosten haben, die wird sehr bescheiden sein. Und tendenziell sind ja auch bei hohen Preisen die Grenzkuppelstellen in Richtung Süden waren eh voll ausgelastet bei hohen Preisen. Und von daher ist sozusagen die Frage, ob Frankreich neue Kernkraftwerke mit sehr niedrigen Strom, also in der niedrigen Grenzkosten baut, die ist, glaube ich, sehr viel entscheidender für die Zerstörungsfähigkeit in anderen Ländern, als wenn wir ein paar hochpreisige Kraftwerke bauen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine interessante Diskussion gehabt mit offenen Worten. Ich glaube, diese offenen Worte brauchen wir. Ich bin auch immer ganz gerührt, dass Marktverzerrung der neue Konsens ist, vom Umweltbundesamt bis zu großen Energieversorgern. Ich bin deswegen da gerührt, weil wir ja nicht in einer Welt sind, die keine Kapazitätszahlung kennt. Die kostenlose Zuteilung für Bestandskraftwerke und Neubaukraftwerke im Rahmen des Emissionshandels ist natürlich eine Kapazitätszahlung. Die Förderung im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist natürlich eine Kapazitätszahlung. Und mir ist nicht erinnerlich, dass das RWE sich über die Marktverzerrung durch kostenlose Zuteilung jemals beschwert hätte aufgrund der Kapazitätszahlung. Mir ist auch nicht erinnerlich, dass das Umweltbundesamt sich über das Marktverzerrungspotenzial des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes jemals beschwert hätte. Deswegen glaube ich, tun wir gut daran, die Dinge offen anzusprechen und Marktverzerrung, Effizienz da zu benennen, wo es darum geht, aber eben auch die anderen Punkte, um die es geht. Und die sind in einer Welt natürlich immer verbunden mit Akteuren, Interessen. Wir sind der Akteur, der versuchen soll, die klare Ansprache zu machen. Und nur mit klarer Ansprache kommen wir zu klaren Ergebnissen. Ich danke Ihnen. Sie waren ein tolles, geduldiges, informiertes,
Publikum. Ich hoffe, dass Sie das bleiben bei den beiden Themen des Nachmittages. Nochmal zur Erinnerung, heute Nachmittag haben wir zwei ähnliche Panel. Einmal zu einem nicht weniger kontroversen Thema, gut planen, fair entscheiden, Planung und Konfliktlösung beim Infrastrukturumbau. Und ein zweites, wahrscheinlich eher etwas langfristigeres Thema, Speicher unter Druck, Stromspeicher und andere Flexibilitätsoptionen. Diese beiden Panel werden um 13.30 Uhr beginnen. Das Speicherthema hier in diesem Saal, das Planungsthema pikanterweise wieder im Direktorensaal, dritte Etage, Raum E301. Vorher aber gibt es Versorgungssicherheit in Form einer Mittagspause und eines Mittagessen. Das Essen gibt es im Wandelgang hier rechts. Wenn wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtig gezählt haben, ist der Platz im Wandelgang zu gering für alle. Deswegen suchen Sie sich einen Platz dort, wo ein Signal gesetzt worden ist, dass man dort gut Mittag essen kann. Das sehen Sie immer dort, wo kleine Tische stehen. Also hier vorne. In der ersten Etage bei den Fenstern, die Sie dort sehen, verteilen Sie sich ein bisschen. Sorgen Sie nicht für Engpässe, dass wir den Zugang zum Mittagessen verauktionieren müssen. Haben Sie guten Appetit, haben Sie vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.